Falls ihr noch FIFA-Coins braucht, checkt gerne meinen Sponsor fifacoin.com aus. Link ist in der Videobeschreibung. Außerdem könnt ihr mit dem Rabattcode FIFA-Gaming noch 5% sparen. Außerdem ist ab jetzt mein neuer Shop online mit vielen neuen Nice-Pullovern, T-Shirts und neuen Sachen wie Handyhüllen, Popsockets, Poster und neue Autogrammkarten, die es natürlich von mir unterschrieben, wie immer zu jeder Bestellung gratis dazu gibt. Link ist unten in der Videobeschreibung. Danke an jeden, der mich damit kaum unterstützt. Seid ihr best. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA 18 Squad Builder Battle. Und heute, passend zur Champions League, gibt es das Duell Real Madrid gegen Paris Saint-Germain. Ihr könnt heute gerne in die Kommentare schreiben, was denkt ihr, wer gewinnt heute Abend? Hashtag PSG oder Hashtag Real. Und wenn ihr das Ganze öfter sehen wollt zu der Champions League, solche Duelle, wo wir zwei Vereine gegeneinander stellen, dann lasst ein Like da, lasst ein Abo da, wenn es euch gefällt. Ich würde sagen, wenn wir die 3000 Likes packen, dann weiß ich Bescheid, dass ihr es öfter sehen wollt. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, Leute, gerne abonnieren, gerne die Glocke aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich bin natürlich nicht alleine. Max, Real FIFA ist auch dabei. Was geht's? Yo, Jungs, was geht ab? Heute ist es soweit, das heftigste Champions League Duell. Schreibt auch gerne rein, wer gewinnt, Alter. Also, ich weiß es nicht, Mann. Beide richtig gut, obwohl Real ja nicht so in Topform war, aber jetzt am letzten Spieltag hat ja Ronaldo wieder rasiert, deswegen... Ja, zuletzt ging es wieder, deswegen, ja. Das wird, denke ich mal, ein richtig interessantes Spiel. Also, wie gesagt, eure Tipps in die Kommentare. Wir haben uns natürlich die beiden Captains der, oder die beiden besten Leute der Teams sozusagen ausgesucht. Und zwar, ich werde mit Neymar spielen. Max hat Ronaldo als Captain, also Max vertritt genau die Real Madrid-Seite. Ich vertrete die Paris Saint-Germain-Seite. Auch hier könnt ihr natürlich gerne eure Tipps in die Kommentare schreiben. Hashtag Max oder Hashtag Till, je nachdem, was ihr denkt, wer das Ganze hier gewinnen wird. Und ja, dann würde ich sagen, können wir direkt starten. Hau mal raus, welche Formation hast du am Start? Ich habe heute für Cristiano Ronaldo die ganz normale 4-3-3 eingepackt. Wie sieht's bei dir aus? Okay, ich habe Neymar auf dem linken Flügel in der 4-3-3-4. Ihr seht es nochmal, Leute, als Erstbesitzer. Für die Leute, die es nicht gesehen haben, ich habe ja Once to Watch Neymar gezogen. Guckt euch das Pack-Open gerne nochmal neu an. Und neu an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, zieht euch generell rein. War auf jeden Fall heftig. Und dann würde ich sagen, kommen wir zu den ersten Spielern. Let's go. Ab geht es. Die ersten Spieler stehen an und vor, Leute, wie immer. Falls ihr noch Bock habt auf meine Nice-Susies, checkt gerne meinen Shop aus. Gibt es in Blau, in Rot, in Grün natürlich auch. Und das andere Nice-Design natürlich auch in den drei Farben. Außerdem die neuen Handyhüllen gibt es natürlich auch in den drei Farben. Und nice Popsockets. Also gerne mal abchecken. Link ist unten in der Videobeschreibung. Ihr wisst Bescheid. Wie immer gibt es natürlich auch zu jeder Bestellung von mir unterschrieben eine gratis Autogrammkarte dazu. Also gerne abchecken. Link ist unten in der Beschreibung. Genauso wie zu der Folge von Max. Da gibt es die Revanche. Schauen wir mal. Okay, dann hau mal raus. Jo. Du hältst als erstes hoch hier deine Tipps für Max. Ich hab schon hochgehalten, Digga. Hau einfach mal raus. Ich bin gespannt, mit welchen Spielern du jetzt gehst. Jetzt ist die Frage, ne? Bist du über Ligue A, bist du über Brasilien gegangen? Ich kann dir sagen, ich bin mit der Ligue A gegangen. Und sogar mit Paris. Und zwar mit Edinson Cavani. Ist schon ziemlich auffällig. Und dann bin ich mit einem Ex-Spieler von Paris Saint-Germain gegangen. Der ist jetzt im Winter gewechselt zu Tottenham. Das ist Lukas als Once-to-Watch-Version. Die Leute, die sich fragen, wir machen es natürlich jetzt nicht so, dass wir nur Real- oder PSG-Spieler benutzen dürfen. Wir dürfen natürlich alle Spieler benutzen. Nur die Kapitäne stehen hier im Fokus als PSG- und Real-Spieler. So, damit ihr das wisst. Also, hau raus! Genau. Wen hast du aufgeschrieben? Ich habe einen PSG-Spieler aufgeschrieben. Das heißt, du darfst Lukas auf jeden Fall behalten. Da habe ich Thauvin. Alles gut. Okay. Und der PSG-Spieler, wer es ist Mbappé. Ja, war klar, wegen Frankreich, wegen Thomas, ich wusste es schon. Ey, Leute, jetzt guckt euch das mal hier an. Geh mal was raus. Denn? Achso. Ja, okay. Ich dachte, du sagst jetzt noch irgendwas. Okay, dann fange ich mal an. So, im Sturm. Bin ich da mit Real Madrid gegangen oder nicht? Das ist die Frage der Fragen. Ich sag mal so, es ist nicht Real Madrid. Es ist Ben Yedder in der Team of the Group Stage Version, deswegen ja, ist schon etwas unberechenbarer. Und auf dem rechten Flügel habe ich somit einen der besten Backups überhaupt. Das ist Alessandrini. Ja, in Form. Ich hatte einen Franzosen rechts auf dem Flügel und ich hatte auch einen Franzosen oben auf der Stürmerposition. Das kann ich schon mal sagen. Das heißt, beide Spieler würden in Frage kommen, aber ich habe genauso wie du Mbappé und Thauvin. Ey, wir haben ja dieselben Spieler. Hä? Nice. Alles klar, Digga. Ich habe auch gedacht, man, wegen PSG und dann Thauvin passt halt auch. Okay, leider nicht geklappt bei beiden, ne? Ich bei denselben Plan gehabt, bei beiden nicht aufgegangen. Läuft, wir kommen ins Mittelfeld. Weiter geht's jetzt, Jungs, mit dem Mittelfeld, der Mittelfeldspieler. Also, ich weiß nicht, ob du in diese eine Richtung eingeschlagen bist, aber mal schauen. Hau einfach mal raus. Ich glaube eigentlich, dass ein Spieler schon sicher weg ist. Aber ich fange mal auf der anderen Seite an, wo ich ein bisschen sicherer bin. Bakayoko ist der erste Spieler.
Ja. Weiter geht es dann mit der dritten Once-to-Watch-Card und das musste ich machen, wegen der Chemie. Es hat anders nicht hingehauen, so. Und es ist ein bisschen bitter, weil ich habe Mate auf der ZOM-Position. Er hat nur 58 Schießen. Ist jetzt nicht gerade so perfekt als ZOM geeignet. Bakayoko ist der rechte Innenverteidiger. Ich finde, dieser Mate, das ist so der neue Bakayoko, ne? Der könnte nächstes Jahr, also der könnte dieses Jahr auch so ein kranke Team of the Season Card bekommen wie letztes Jahr. Das Bakayoko stimmt. Und so. Von daher mal schauen. Und rechts, da glaube ich, der ist schon, den habe ich schon weggesehen, Pastore. Okay. So. Okay. Ja, ich habe natürlich PSG-Spieler aufgeschrieben, deswegen kann ich dir sagen, Pastore ist schon mal weg, warm. Hattest du recht, Digga. Ich wusste es irgendwie, aber ich habe gedacht, dadurch, dass ich ja jetzt über Cavani, ne? Hätte ich es ja jetzt nicht mal unbedingt gebraucht. Ich hätte auch zwei einfach nur aus der Liga annehmen können, weißt du? Scheiße. Ja, aber ich habe schon zur Nummer sicher dann Dings aufgeschrieben, Pastore, deswegen. Ja, war gut und ja, den Rest darfst du behalten. Maite im ZOM gönn dir auf jeden Fall. Und ja, Bakayoko ist immer stark. Ich habe Andy aufgeschrieben und Ferrati noch. Deswegen. Okay, kommen wir zu deinen drei Spielen. Also willst du einen Torwart einnehmen, ne? Ja, safe. Auf jeden Fall mal hinfangen, Digga. Und jetzt geht's weiter. So, mit der Ronaldo-Seite. Du weißt, ich brauche eigentlich keinen Real Madrid-Link, aber ich dachte mir so, ach komm, weil Champions League ist, muss jetzt einfach mal ein Real Madrid-Spieler kommen. Und das ist Marco Asensio. Am Anfang war der sehr stark und ich glaube, ja, du hattest den auch öfters aufgeschrieben, deswegen weiß ich nicht, ob du den jetzt aufgeschrieben hast. So, in der Mitte habe ich dann einen weiteren Champions League-Spieler und zwar Corentin Tolisso. Und im rechten ZM brauche ich dann, wie gesagt, nochmal einen Franzosen aus der Bundesliga und das ist Guiavogui von Wolfsburg. Ich hatte erst am Anfang, hatte ich mein Team so geplant wie du auch mit Guiavogui und Tolisso, aber hab's dann doch anders gemacht hier, wegen Lukas halt in der Premier League. Isco, Sonzi, Pogba, shit, ey. Nice, Digga. Okay. Alle drei Ballen. Ich wusste es auch, dass du irgendwie über Real gehst, aber... Ja. Okay, naja, kann man nichts machen. Das heißt, ich komme mit meinem ersten Bronze-Torwart hier mal direkt. Und du, ja, kommst hier mit allen Spielern. Bislang, wie geht's denn aus? So, ihr seht es, der Bronze-Spieler ist am Start. Und ich habe es jetzt diesmal so gemacht. Eigentlich machen wir es ja immer so, dass wir einen Spieler holen, der noch irgendwie so ins Team passt, um ein bisschen Chemie zu bringen. Aber ich habe mir jetzt gedacht, ich nehme jetzt einfach mal irgendeinen random Bronze-Torwart, der halt wirklich gar keine Chemie bringt. Das macht die ganze Sache nochmal ein bisschen schwerer. Ist vielleicht noch ein bisschen interessanter, so mal was Neues hier. Okay, dann kommen wir zu meinen Außenverteidigern. Ich fange links an, würde ich sagen. Ja. Und... ich habe links einen Spieler, der ist aus der Liga. Das könntest du dir wahrscheinlich denken. Es ist Roussillon, bisschen undercover, aber eigentlich nicht schlecht, der Typ, muss man ehrlich sein. Er ist schon ein Biest. Er ist echt ein Biest, Mann. Und auf der Rechtsverteidigerposition, das ist jetzt die Sache, Mann. Das könntest du drauf kommen, weil ich brauche da jetzt noch einen Spieler. Obwohl, ich hätte es auch mit einem Brasilianer machen können, fällt mir gerade auf. Ja. Stimmt, das geht auch. Also entweder Brasilianer oder einen von Tottenham. Ich habe mich für Aurier entschieden. Okay. Ja, also ich habe rechts auch einen Brasilianer aufgeschrieben gehabt, Danilo von Manchester City, Junge, deswegen, ja, es war so eine 50-50-Chance und ich habe mich für den Falschen entschieden einfach. Ja, Aurier ist so einer, der ist zu auffällig, da denkt man nicht dran. Okay, und links? Ja, und links habe ich auch, hey Junge, keine Ahnung, Mann, warum ich jetzt Kurzawa aufgeschrieben habe, frag mich nicht. Ich weiß es einfach nicht, Digga, keine Ahnung. Hätte ich ja gar nicht mehr gebraucht, aber naja, okay, kommen wir zu deinen Spielern, das sind meine beiden. Ja. Okay, Linksverteidiger, wer wird das sein? Es ist vielleicht ein bisschen undercover, keine Ahnung. Er spielt in der Champions League und heißt Lucas Digne. Und rechts habe ich, wen habe ich denn da? Muss ich nochmal kurz gucken. Ah, da ist er. Da ist er, ein Inform SSCDB und ich weiß nicht, keine Ahnung, Franzose. Da kann man schon drauf kommen, aber kein Plan. Ja. Ich dachte, du bleibst in der Bundesliga und zwar so, okay. Perfect Link hier zu, oder Strong Link zu Guiavogui und zwar Jung. Und links hatte ich Marcelo. Ich dachte, du gehst mit Marcelo zu Ja, okay. Du hast weiter ein komplettes Team. Ich habe einen Bronzespieler und wir kommen zu den nächsten letzten drei Spielern. Wir kommen jetzt zu den letzten drei Spielern und ja, du hast mir schon so ein bisschen vielleicht was gegeben, sage ich mal, zum Raten. Aber ich weiß nicht, ob es vielleicht, keine Ahnung, falsch ist. Ja, wir schauen mal, ne? Wir fangen mal an. Und zwar Innenverteidiger aus der Premier League, gebe ich mal kurz hier ein. Und zwar Davinson Sanchez von Tottenham. Passt hier zu Aurier natürlich ganz gut. Dann auf der linken Seite PSG-Spieler Thiago Silva.
Habe ich echt noch nicht ganz so oft gespielt dieses Jahr. Hat aber, wenn man ehrlich ist, noch nicht mehr ganz so gute Werte wie früher mal. Ja. Und im Tor habe ich dadurch einen Brasilianer. Und das ist einer aus der Premier League. Die nächste Once-to-Watch-Card, Leute, ihr merkt es schon, ich habe hier auf dem Account das ein oder andere Once-to-Watch-Pack geöffnet. Und zwar Ederson, 5 Once-to-Watch-Card am Start, wenn ich die drei jetzt behalten darf. Okay, ja, das ist echt sehr, sehr gut, sage ich mal, was du da gemacht hast mit der Kombi. Bin ich nicht so leicht drauf gekommen, muss ich sagen. Also ich habe einmal Laporte aufgeschrieben, dann habe ich Koscielny. Und okay, im Tor habe ich somit einen aus der Premier League. Kann eigentlich und nicht. Kannst du nicht Ederson. Komischerweise habe ich Ederson aufgeschrieben. Nein. Bam, 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 Junge. Aber das hätte doch von der Chemie ja gar nicht gepasst. Nein. Ich habe einfach einen Premier League Keeper aufgeschrieben, Junge. Perfekt, Ederson. Dein Ernst? Ey, aber das hätte doch von der Chemie ja gar nicht gepasst mit Koscielny und. Laporte ist doch bei City, Digga. Ach, du hast ihn als. Ah, okay, ja, da, okay. Das erklärt es natürlich. Du hast ihn als City-Version gesehen. Scheiße, nein, ey. Nice. Alter, okay, Bronze-Torwart. Ja. Nein, nein, nein. Okay, das wird bitter. Jetzt kommen wir zu deinen Spielern. Scheiße, zweiter Bronze-Spieler im Tor. Ja, das ist ja schon wieder die sichere Niederlage, Leute. Ja, komm, ich weiß nicht. Du kannst ja bei mir noch erraten. Ja, so. Jetzt hau raus, komm. Mein erster Verteidiger ist einmal Sakho. Dann habe ich Mangala von Everton. Und im Tor habe ich somit auch nochmal einen Franzosen. Und das ist ein aktuelle Info, glaube ich. Lafont. Und ich weiß nicht, ob du vielleicht drauf gekommen bist, kein Plan. Ich bin mit drei Franzosen gegangen. Laporte, diesen Basie oder wie der heißt, Basie, ja, keine Ahnung, und im Tor Rouffier, Digga. Oh. Die Legende auf deinem Kanal. Ja, Stefan, das ist so auffällig, Digga. Den kann ich nicht mehr nehmen, ey. Scheiße, okay. Ich werde mir jetzt kurz noch den Bronze-Spieler ins Tor holen, dann werden wir gegeneinander spielen. Verliererstöße ab, aber ich glaube, ich werde sein. Ab geht's. Ab geht es. Ihr seht es jetzt gleich im Hintergrund, Leute. Ich habe, ihr seht es schon, irgendein Bronze-Tor wird auch reingestellt. Shit, wie gesagt, ich hätte jetzt auch einen nehmen können, der Chemie gebracht hätte, aber. Ja, komm, Alter. Das soll ja auch eine Bestrafung sein. Okay, Bronze-Tor ja, ist schon eine Bestrafung. Eine richtige Bestrafung. Ey, ganz ehrlich, eigentlich scheißegal. Bronze-Tor ist eh kacke, ob der jetzt Chemie hat oder nicht. Egal, wir schauen mal, Leute. Ab geht's. Jetzt kommt Ben Yedder. Und da ist das Tor. Okay. Ja, erste Chance eigentlich. Ich hab's lange versucht zu verteidigen, aber das war gut gespielt. 1-0. Komm, jetzt Ronaldo. Nein. Ja, Cristiano Ronaldo. Aber okay, das lag am Bronze-Keeper, glaube ich. Konnte man noch improvisieren jetzt, Georgi. Nein, yeah. Tor! Was machst du? Der geht nicht mal rauf, der Typ. Der geht ehrlich nicht mal rauf. Ey, Mann, das war bitter, Mann. Thiago Silva hätte den Pass abfangen müssen. Spielt, ey, der spielt nur Fehlpässe. Der Torwart spielt bessere Pässe, Mann. Das ist unfassbar. Cavani, jetzt aber. Oh, Junge. Voll, Mann. Okay, das war nicht schlecht, Mann. Jetzt. Torwart, bitte! Ja, aber der hält auch gar nichts, ne? Also, das ist krass. Dieser Torwart im Mittelfeld ist nicht schlecht, aber der Torwart im Tor kann gar nichts, ey. Scheiße, Mann. Komm! Komm! Ah, Cavani. Komm, hol den Ball, jetzt macht er sein Ding. Komm. Cavani, wieder rein vorne. Cavani, verrückt hier! Ja, Cavani! Was? 4-3! Alter. Jetzt macht er drei Dinger, eben macht er keine. Ich wollte eigentlich Verrückzieher machen, Mann. Come on, jetzt sind wir wieder dran krass, hier. Komm! Lauf, ey, laber Lukas doch nicht! Die Spieler bewegen sich nicht, Alter! Lukas! Ja, wo schießt du hin? Das war die Chance, ey! Komm, Cavani! 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 90. 4-4, Junge! 4 Tore, Cavani! Ich wusste es doch, aber jetzt kommst nein! Asensio! Ach, okay, Mann, ey. Endlich! Jawoll! Komm, Neymar, bitte! Ja, Junge! Mann, nein, Alter! 5-5! Nein, Elverschießen, Leute. Elverschießen. Ey, oh mein Gott, ich hasse es, Elverschießen, ey. Ich hasse es. Ich hasse es! Ey, Mann, ja, der Bronze Torwart! Ey, das come ist on, Junge! Der Bronze Torwart! Ich fass es nicht! Ja! Komm, Alter. Ey, Mann, ey. Digga. Dieser Lafont, wie gut ist der? Der ist so gut. Nein, ich wollte erst wieder dahin. Scheiße. Junge, jetzt ist Spannung, Alter. Jetzt ist Spannung. Jawoll, Alter, 1-1. Come on, der Bronze-Tor musst du nur einhalten hier. Wir sind wieder da, Mann, gegen Alessandrini. Komm, noch! Glück, das gibt's doch nicht. Ey, Junge, fuck, Alter, ich kann gerade nichts sagen, Junge. Shit, ey. Komm, nein! Was ist das hier, Junge? Was ist das hier? Kurioseste Episode aller Zeiten, Mann. Komm, Mitte. Nein! Glück, Alter. Oh. Junge, ich wollte erst in die Mitte, Alter. Echt? Scheiße, ja. Digga. Mate! Ja! Ey, Mann, Digga, ich wusste es eigentlich. Nur eigentlich. Puh, eigentlich, Mann, ne? Alter. Nur eigentlich. Komm! Ja!
Der Bounce-Keeper hat ihn! Ich glaub's nicht! Gewonnen, Digga. Letzter Schuss! Mein Torwart! Nein, oh mein Digga, Gott, mein Torwart! Nee. Der kann das Unmögliche möglich machen! Mein Torwart! Ja! Mein Torwart! Das gibt's nicht! Das gibt es nicht! Mein Torwart! Macht das Ding hier fest! Im Elberschieß, Leute! Ja, war verdient dabei. Junge, krank. Was heißt überhaupt verdient? Sag dazu gerade gar nichts mehr, Junge. Ey, ist so ein krankes Spiel, Leute. Ja, okay, ein Spieler muss ja eh nur abstoßen, halt Elberschießen. Aber was war das bitte? Ey, das war das heftigste Spiel aller Zeiten, Mann. Ja, krass. Krass. 4-1 geführt, echt. So, wir kommen zum Abschluss, Leute. Max ist immer noch richtig abgefuckt. Ihr wisst, wenn man 4-1 führt, dann ist man so oder so natürlich komplett zerstört. Okay, dann würde ich sagen, ein Spieler. Du hast die 4-3-Formation, ne? Naja. Also, warte, ich muss kurz switchen, Digga. Voll ja, warte. Okay, bist du ready? Hast du nicht geswitcht? Jetzt. Okay, okay, mach. Ich glaube, ich nehme deinen Stürmer. Oh mein Gott. Okay, ja, Glück gehabt, Alter. Da habe ich gerade Mangala reingepackt. Deswegen. Ja, ich hatte so heftige Spieler, ne? Ich hatte gerade echt Angst. Digga, mein Bronzekeeper entscheidet das Ganze im Elferschießen und dann für Mangala. Leute, das war's trotzdem. Eine der heftigsten Episoden überhaupt. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Checkt noch Max' Episode aus, da gibt's die Revanche. Und checkt noch gerne meinen Shop aus für die Nice Hoodies. Ihr wisst Bescheid, gratis auf der Rampenkarte. Zu jeder Bestellung dazu, also gerne abchecken, Leute. Link ist unten in der Videobeschreibung. Macht's gut. Haut rein und ciao.